Beim Shoppen kann man tatsächlich mehrere hundert Euro sparen, wenn man nur die richtigen Tricks kennt. Und er hier hilft uns dabei. Er kennt die Tipps aus Wissenschaft und Statistik. Der Alltagstuner. Ist nicht Ihr Ding, Statistik? Dann hören Sie ihm mal zu. Lohnt sich. Zum Beispiel beim Shoppen. Wann sind Elektrogeräte besonders günstig? Wann sparen Sie an der Tankstelle? Und wann gibt's billige Flüge? Wie viel Prozent sind drin? Der Alltagstuner weiß es. Wir starten mit dem Online-Shoppen. Die Statistik belegt, die Preise schwanken stark im Netz, sogar während eines Tages. Aber wissen Sie, wie groß diese Schwankungen sind? Zum Beispiel für diese Kamera? Ich würde mal vermuten, da ist wahrscheinlich 30, 40 Prozent, können wir schon vorstellen. Bis zu 50 Prozent. Ich denke, das geht ziemlich weit, schon bis 70 Prozent. Bestimmt über 100 Euro Preisunterschied. Denken Sie, aber da geht noch mehr. Ein Unternehmen, das Preise beobachtet, entdeckte diese Kamera am Morgen des 12. Februar für 700 Euro. Einen Tag später, am Abend, lag der Preis bei knapp 1.700 Euro. 240 Prozent des Preises vom Vortag. Mehr als doppelt so viel. Überrascht? Oha. Das hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, man wird ziemlich viel verarscht. Kann sein. Jedenfalls wurden insgesamt online 2,5 bis 3 Millionen Preisänderungen notiert. Pro Tag. Vor allem bei Elektronikartikeln. Die Strategie dahinter? Dynamic Pricing heißt, der Online-Preis wird blitzschnell der Nachfrage angepasst. Steigt die Nachfrage, geht der Preis hoch und umgekehrt. Zwischen 8 und 12 Uhr sowie 20 und 0 Uhr schwankte der Preis bei der Kamera übrigens am stärksten. Also gerade dann Preise beobachten. Und am besten mittwochs zuschlagen. Ja, denn große Anschaffungen wie Kameras oder Laptops tätigen die meisten eher am Wochenende. Deswegen ist statistisch gesehen der Mittwochvormittag der Schnäppchentag, zumindest für Elektronik. Beauty-Produkte wie Parfum sind dagegen am Freitag online am billigsten zu haben. Danke für die Info. Gern geschehen. Stay tuned, dranbleiben für die nächsten Spartipps. Die hat der Alltagstuner für die Reiseplanung. Tippen Sie mal, wann ist der günstigste Zeitpunkt für eine Flugbuchung? Ich denke mal im Sommer oder Pfingstferien. Also ich habe keine Ahnung, ich kann es überhaupt nicht ablesen, wann ich buchen soll und wann nicht. Eine Stunde später ist es auf einmal 600 Euro billiger in der Nebensaison. In der Regel würde ich schon sagen, möglichst frühzeitig. Oder kurz vor knapp. Raten bringt nichts, aber die Statistik. Das Reisesuchportal Skyscanner hat alle Buchungen der letzten 3 Jahre ausgewertet. Ergebnis: Bis zu 40 Prozent des Flugpreises kann man sparen, wenn man zur richtigen Zeit bucht. 12 Wochen vor Abflug sind die Preise am günstigsten, im Durchschnitt. Es kommt aber auch auf die Art der Reisen an. Zum Beispiel Pauschalreisen. Wer an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden ist, sollte sich die Frühbucherschnäppchen sichern. Also Januar bis März buchen, wenn die Sommerkataloge rauskommen. Wer nicht auf Schulferien achten muss, kann zocken. Bei internationalen Flügen kann man sogar 3 Wochen vor Abflug noch den besten Preis ergattern. Dritter Spartipp: Städtereisen. Die sollte man am besten März, April oder September, Oktober planen. Dann sind nicht nur die Hotels am preiswertesten. Und wer die Statistik perfekt ausnutzen möchte, achtet noch drauf, an welchem Tag er bucht. Zumindest bei Flügen innerhalb von Deutschland und Europa. Die kauft man am besten am Wochenende. Dann sind sogar bis zu 22 Prozent Ersparnis drin, laut einer Marktbeobachtung von Opodo. Stay tuned für noch mehr Spartipps, zum Beispiel im Supermarkt. Da erwartet uns bekanntlich ein ganzes Sortiment an Tricks, die zum Kaufen verführen wollen. Sogenannte Kombi-Platzierungen zum Beispiel. Der Alltagstuner kennt natürlich die Masche. Aber wissen Sie, was Kombi-Platzierungen sind? Wenn man das eine schon gekauft hat, will man das andere noch viel mehr kaufen. Dann bekommt man Hunger darauf und dann ist man auch wahrscheinlich gewillt, mehr Geld auszugeben. Du nimmst immer irgendwas mit. Dass gewisse
Lebensmittel oder Produkte bewusst zusammen platziert werden. Sehr gut. Kombiplatzierung heißt, die Waren werden so angeordnet, dass sie ganz zufällig zusammenpassen. Ein Beispiel. Direkt neben den Spirituosen stehen Snacks. Na, greifen Sie zu? Finger weg. Denn statistisch sind diese Angebote nicht immer Schnäppchen. Oft sind die Nüsschen im Regal sogar billiger. Der Hintergrund? 70% des Umsatzes macht der Supermarkt mit Spontankäufen. Das hat die Gesellschaft für Konsumforschung ermittelt. Wir kaufen Dinge, die wir eigentlich gar nicht auf dem Zettel haben. Die Snacks zu den Spirituosen oder Nudeln zur Tomatensauce. Also nicht auf die Kombiplatzierung reinfallen, sondern vergleichen. Unser letzter Alltagstuner-Tipp: Sparen beim Tanken. Sie glauben, Sonntag oder Montag ist das Benzin am billigsten? Das sieht die Statistik anders. Wissen Sie, wann man am günstigsten tankt? Mittwochs. Nie an den Feiertagen, weil da wollen viele Leute fahren. Soweit ich weiß, Anfang der Woche. Wahrscheinlich ist es vor den Feiertagen immer teuer. Unter der Woche, so Dienstag. Sorry, no. Die größten Preisschwankungen gibt es nicht zwischen den Wochentagen, sondern den Tageszeiten. So eine Messung des Bundeskartellamts. Ersparnis 15 bis 20 Cent pro Liter, wenn man die günstigste Tankstelle zur richtigen Zeit anfährt. Und so baut sich das auf. Zwischen 18 und 20 Uhr ist es am billigsten. Dann steigen die Preise. Höchststand zwischen 0 und 5 Uhr morgens. Dann geht's wieder abwärts. Tiefststand um 18 Uhr. Laut Statistik also besser nach Feierabend tanken. Cool. Gut zu wissen. Noch Fragen? Für heute erstmal genug Tipps. Aber stay tuned.